Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schöner Sternenhimmel übrigens. So. Jetzt seid ihr fällig. Schlaft gut. Moin. Alle gut geschlafen? Ja, ich auch. Sieht alles aus wie neu. War schon immer so. Und jetzt geht's ab Richtung Heimat. Bis später. Ja, Bergwerk schauen wir uns ein andermal an. Jetzt haben wir schon fast 7 Uhr, es ist noch stockdunkel. Gegen 12 soll es anfangen zu schütten. Und dann mache ich mich mal Richtung Heimat. Gucken wir jetzt hier links, dann Richtung Leimbach, dann Kubach. Und dann sind wir schon zu Hause. Ja, es nebelt ein bisschen. Heute Morgen war es dichter gewesen. Aber so viel seht ihr ja eh nicht. Jetzt sehe ich hier noch genug hier. Genau. Rechts geht's nach Bernbach. Und wir. Wollen das X. Jo. Hier stehen einige Bäume auch schon auf Farb 8. Aber ich habe mir ein gutes Plätzchen ausgesucht. Von daher war das schon in Ordnung. So, bis später. So. Damit wir das mal zuordnen können, wir sind hier. Da. Genau da. Und hier soll jetzt rechts ein Wanderweg sein. Also ich sehe keinen. So geht dieser schöne Wanderweg jetzt an der Landstraße lang, Kreisstraße so rum. Ja, naja. Hier oben weht ein schöner Wind. So. Und noch knapp 330 Meter. Sagt 290, wahrscheinlich braucht er im Moment, bis er unten ist. Na gut, machen wir uns mal nicht.
auf Fernlicht. Oh, bisschen raureif. Bisschen kühl heute Nacht gewesen, ne? Schick. Zum Glück nicht viel von gemerkt. Ich habe eher geschwitzt. Bisschen Mond, bisschen Sonnenaufgang, bisschen Kreisstraße, bisschen Verkehr. Ja. Und Windmühlen. Ich glaube, ich habe die erwischt. Das sieht nach unserem Weg aus. Ein Kreuz. Das ist natürlich nicht schön. Tiefes Mitgefühl. Wunderbar. Ich habe den richtigen Weg gefunden, glaube ich. Von hier gab es bestimmt schon einige leckere Mittagsessen.
Abracadabra. Den Wald weggezaubert. Adios Leimbach, Shewas, bis zum nächsten Mal. Könnte richtig so ein kleiner Kurort sein, ne? Schön ist es ja. Ja, in der Ferne Feldbergo, dem großen Feldberg.
Erstmal meinen Wanderstock zügeln. Ja, heute scheint so ein Tag zu sein. Bis jetzt wird es ja noch nicht richtig hell, ne? Es ist jetzt 9:30 Uhr. Also ganz Herbst. Ich muss ja ehrlich sagen, dass mir der Herbst bis jetzt gefällt. Schöne Nebelmorgen, der Regen, tolle Laubfärbung. Traumhafte Aussichten. Oder? Was willst du mehr? Tsching, tsching, tsching. Das ist eine ganz schöne Runde, der Wanderweg. Was macht die Tina hier? Serpentina. Ist ja richtig Alpencharakter hier. Und da unten ist auch der Weiltalweg. Zing, so rum. Hätten wir auch laufen können, aber kennen wir. Kennen, gesehen. Hat der Taja immer gesagt. Ja, ich habe so leichtes Rätselraten, ob ich richtig abgebogen bin. Aber seht selbst. Wir sind ja geländegängig. Wir haben einen Handwagen an den Füßen. Okay, ich hätte schlimmer vorgestellt. Ja, hier hast du Tierspuren. Das da hier, ist das ein Fuchs oder ein Hund? Meine Wildschweine habe ich gesehen, Spuren. Hier oben lang.
Ja, hat sich voll gelohnt, der Weg. Bis jetzt. Zum Elbtalweg wäre ja wieder was Bekanntes gewesen. Und da ist er jetzt am Ende hin, ist er nicht mehr so prickelnd. Water. Water. Ich hab noch, zum Glück. Hier gab es Frühstück oder Abendbrot. Mittagessen, man weiß es nicht so genau, ne? Ja, jetzt ist der Regen doch früher eingetroffen. So ist dem. Aber hat ja auch was Schönes. Wenn es hart auf hart kommt, Tarp dabei, Iso dabei, Schlafsack, zu essen, Wasser kriege ich auch gerade genug, wenn ich es bräuchte. Ja, mal sehen. Auch fleißig. So, jetzt kommen wir auf den Schinderhannespfad.
Ja, und hier einmal Brandstiftung. Schade, ne? Ja, dann nutzen wir die Gunst der Stunde und machen noch eine kleine Pause. Schleppen das ganze Zeug ja sowieso rum. Bis später. So. Ich glaube mal, besser wird es heute eh nicht mehr. Höchstens heute Abend. Also machen wir uns auf den Weg. Bis später. Ja, ich wackle mal den kürzeren Weg heim heute. Sonst wäre es da hinten lang gegangen. Aber jetzt möchte ich auch langsam heim. Oder Wäsche waschen. Bodenplane sauber machen und so. Vielleicht noch ein paar Aufnahmen von unterwegs. Aber ich verabschiede mich schon an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Moin. Heute möchte ich euch mal was anderes zeigen, was auch zum Thema Übernachten in der Natur gehört. Und es war jetzt eine trockene Nacht gewesen, also kein Regen. Der Waldboden war halt feucht durch die vorangegangenen Regenfälle. Aber damit ihr das mal seht, oder manche von euch, manche kennen es natürlich auch. Moment. Gucken, dass ihr das auch im Blick habt. Das war jetzt hier die Bodenmatte, wo ich drauf gelegen habe, also die Bodenplane. Wie gesagt, es war ohne Regen. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie das Ganze aussieht, wenn es geregnet hat.
oder wenn Schnee liegt. Der Plan reicht jetzt, wenn ich die einfach nur lauwarm abwasche, weil ich die nur als Bodenplane benutze. Oder wenn ich mal bei Marcel am Lagerfeuer bin. Aber andere Planen, die ihr länger behalten wollt oder Zeltboden oder so, die müsst ihr dann natürlich nochmal mit dem Schwamm abwischen. Ja. So viel dazu, ich wollte euch das nur mal gezeigt haben. In diesem Sinne, viel Spaß draußen und alles Gute.